Wipe your eyes, you can't let them see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin wieder im Artura Simulator hier. Ich blende es euch jetzt sogar einmal ein. Artura Transport Simulator. Link ist unten in der Videobeschreibung zum Spiel. Und ja, ich war heute Video 317 zum Central Bus de Artura. Keine Ahnung, was das heißt. Aber ich würde sagen, wir labern nicht lange und fahren direkt los. 4.30 Uhr. Habe ich mir sogar als Abfahrtziel, als Abfahrtzeit genommen. Deswegen, das hat gerade gepasst. Genau. Und ja, so, hier ist sogar schon eine kleine Änderung. Anstatt zur Linie 24, anstatt dass wir da hoch sind, fahren wir jetzt hier lang. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet einen entspannten Tag oder beziehungsweise auch eine entspannte Woche, ein entspanntes Wochenende, je nachdem, wann dieses Video hier online kommt. Ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare ein paar Fragen senden, weil ich habe irgendwie noch mal Bock, sowas zu machen. Ich beantworte die Fragen meiner Abonnenten. Habe ich Bock drauf, deswegen, ihr könnt mir sehr, sehr gerne mal Fragen in die Kommentare schreiben. Und ja, dann lese ich mir die alle durch und nehme die dann rein ins Video. Ja, zum Beispiel ins nächste Telonym-Video, wer weiß. Das steht ja auch noch offen. Das muss ich auch noch aufnehmen. Das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Aber Telonym kommt auf jeden Fall noch eine neue Folge demnächst. Ich kann euch allerdings nur noch nicht sagen, wann. Ich schätze mal Wochenende oder so, keine Ahnung. Je nachdem, wann dieses Video hier online kommt. Ich schätze mal, das Video hier, beziehungsweise die ganzen Videos von diesem Artura Transport Simulator kommen vor dem Telonym-Video, schätze ich mal. Ich bin mir da aber noch unsicher. Ich werde mir da schon irgendwie einen kleinen Upload-Plan überlegen. Kann auch sein, dass ich erst das Telonym-Video dann mache und dann das andere Video. Ich hätte jetzt wahrscheinlich gar nicht fahren dürfen. Ne, ich hätte nicht fahren dürfen. Ist mir jetzt egal. Deswegen, ja, gucken. Ja. Wie das mit dem Transportsimulator ist, den ich ja mal aufgenommen habe. Hier Linie 47 von Ding. Von, ich weiß gar nicht mehr, wo, ich glaube, Osterblock nach Rembrandt Zentral oder so, keine Ahnung, irgendwie so. Da geht es auch irgendwann mal wieder weiter. Ich weiß nur noch nicht wann, das kann ich euch noch nicht sagen, da ich mir da noch unsicher bin. Aber ich schätze mal, es wird weitergehen, wenn das Update draußen war. Aber wenn das Update draußen ist, so, die Linie ist schon zu Ende. Okay, krass. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal hier einmal ganz kurz auf den Depot rauf. Hier ist nämlich der Depot. Hier bei diesem Computer, Automaten, whatever, da könnt ihr euch dann einen Bus holen. Das kann ich euch dann aber alles nochmal im Allgemeinen zeigen. In einem einzelnen Video. Da werde ich dann noch ein einzelnes Video zu machen. Ja. Ja, dann machen wir hier ganz kurz Pause. Bis 7 und dann passt das, dann fahren wir wieder weiter. Genau, dieser Bus hier, das ist ein Testbus, das ist der kostet Robux, aber ich werde euch dann alles zeigen, wie ihr einen Bus bekommt, eben wo ihr den bekommt, Tutorials, Tastenbelegung und alles Mögliche werde ich euch zeigen. Ich werde euch zeigen, welche Busse es gibt und was die kosten und welche davon Robux kosten und welche nicht. Werde ich euch dann alles noch zeigen. Aber das mache ich dann alles in einem separaten Video. Es ist schon längst 7 und ich habe es nicht gecheckt. Schön. Und genau. Ja. So wird das dann halt aussehen. Also ich kann euch schon mal sagen, den Bus, den ich haben will, der kostet glaube ich um die 28.000 oder so.
Irgendwie so. Genau. Fahren jetzt auch wieder zurück tatsächlich. Fahren jetzt wieder zurück zu der Station, wo ich angefangen habe mit der Linie. Aber natürlich stellen wir uns hier erstmal noch hin kurz. Bis 40 und dann fahren wir weiter. Ne? Beziehungsweise dann fahren wir los. Ja. Das Gute ist, hier unten ist halt so eine kleine Zeit, dass man sich so einigermaßen vorstellen kann, wie lange man für eine Haltestelle jeweils braucht. Ist ganz cool gemacht, feiere ich. Ist nice gemacht. Generell das Spiel ist eigentlich ganz cool gemacht. Ich bin generell ja riesiger Fan von so Busspielen in Roblox oder generell so Transportsimulatoren. Eben wie Nitbus oder eben wie Transportsimulator feiere ich ja solche Games. So, jetzt weiß ich aber, dass hier eine Ampel ist. Ja, Ego-Perspektive würde es auch geben, ist halt nur ein bisschen, ja, semi-optimal zum Benutzen. Also Ego-Perspektive wäre, glaube ich, nicht so gut zum Fahren. Dass diese Außenperspektive, na gut, ich habe jetzt einen Bordstein mitgenommen. Dass diese Außenperspektive doch dann ein bisschen effizienter. Ich fahr fett nicht zurück, ne? Oh, weg, Alter. Ja, wie gesagt, Außenperspektive ist da immer noch am besten. Ist auch meiner Meinung nach besser zum Fahren, also viel, viel besser zum Fahren. Muss ich hier mal halten. Ah, das wird nichts. Fahren wir mal ein bisschen zurück. Ja, perfekt. Der fährt mir trotzdem rein, haben wir da rein. Egal. So. Ey, ich habe fast die 1000. $1000, das heißt, mir würden dann nur noch 27.000 fehlen. Um mir eben den Gelenkbus zu holen. Wo ich immer noch nicht weiß, ob das jetzt wirklich einer ist oder nicht. Also ich werde hier mal warten. Ja gut, jetzt habe ich eh rot. Ich glaube, der will hier rein. Ich fahre mal ein Stück zurück, dass er hier rumkommt. Perfekt. So. Jetzt kann ich wieder hier hin. Aber man muss auch mal ein bisschen Platz machen, ne? Für die Kollegen hier. Ich kann euch empfehlen, schaut euch das Spiel am besten einfach mal selber an, macht euch dann ein eigenes Bild von. Ich finde es ehrlich gesagt ganz cool, wenn man generell Fan von solchen Bussimulatoren ist, dann ist das eigentlich schon was für einen. Aber immer ein eigenes Bild von machen, weil nicht jedem gefällt es so, ich sag's mal so, es gefällt nicht jedem, so nicht jeder ist ja, Fan von solchen Simulatoren, sage ich jetzt mal. Deswegen, man kann schon verstehen, wenn einige Leute das Spiel nicht mögen oder dann nicht spielen wollen. Das kann man dann schon verstehen. Aber ja. Ist halt immer, ne? Liegt halt immer im Auge des Betrachters, wie man halt das Spiel gerade sieht oder ob man das Spiel halt mal ausprobieren möchte oder so. Er dreht hier fröhlich seine Runden. Ich muss nämlich stehen bleiben. Okay, er gibt mir Lichthupe. Gut. Dann haben wir die Linie auch abgeschlossen. Und zwar erfolgreich. Machen wir mal hier rum. Okay, er fährt einfach seine Runden da hinten. So. Leute, dann würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut in die Videobeschreibung, da ist das Game wieder verlinkt. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. It's hard, it's cold.